Hallo und herzlich willkommen bei einem ganz anderen Spiel heute oder Simulator, zwar dem Fischsimulator bzw. Aquariummanager. Jetzt haben wir gerade einen neuen Spielstand angefangen und werden wir jetzt gleich mal schauen. Den ersten Goldfisch habe ich schon gekauft. Was man da so sieht, braucht er natürlich weniger Temperatur. Gehen wir mal auf 20 Grad, ich glaube, das passt ganz gut. Dann die Luft bzw. die Blubberblasen drehen wir auch nach oben, weil das sieht man ja auch bei der Dory. Genau, navigieren Sie zurück zum Geschäft, um dort etwas Fischfutter zu kaufen. Machen wir natürlich. Gehen wir Futter. Kaufen wir die drei. Zack. Greifen Sie auf Ihr Fischfutter im Futterreiter zu. Werden wir gleich mal. Ja, gut, aber er hat. Das werden wir jetzt gleich mal so machen. Das werden wir sie da runterlegen auf die 1. Zweimal haben wir gefüttert. Hat zwar jetzt nicht unbedingt den Hunger, aber so Geld haben wir keins mehr. Dann werden wir da einmal beschleunigen. Das Licht drehen wir wieder auf. Genau, die Dory Größe 61 cm, Gewicht, bla bla bla. Alter 19 Stunden. Kachinga, haben wir wieder Geld gekriegt. Haben wir wieder 300, könnte man eigentlich gleich den nächsten Fisch kaufen. Ich werde jetzt gleich kommen. So, ich habe es jetzt noch gar nicht gespielt vorher, ich habe das jetzt wirklich mit euch angefangen. So, der zweite Fisch ist da, der heißt der Larry. Schaut's mal. Sie können die Lebenspunkte im Fisch Zuchtbaum Lebenskugeln freischalten. Zwei solche haben wir schon. Aha, okay. Fangen wir da an. So, jetzt gehen wir nochmal schnell zurück bei den Optionen. Drehen wir ein bisschen leiser, glaube ich. Oder? Oh, ich glaube, es ist ganz gut. Passt schon. So, dann gehen wir da nochmal drauf. Dann werden wir das natürlich. Ah, da brauchen wir zwei Lebenspunkte. Wir haben nochmal eins. So, dann werden wir da jetzt schauen. Dank säubern. Verschmutzungsgrad sieht man da dann natürlich auch. Und Sauerstoff. Die Temperatur. Außen im Tank 21, außen 27. Platz haben wir 42. So, die haben Hunger. Das heißt, wir drücken die 1, dann kommen die Flocken schon geflogen. So, das Tank säubern geht wie? Gut, keine Ahnung, ist egal dabei. Schauen wir da mal weiter, also das Wettertank. Rekorde. Okay, was haben wir noch? Ja, speichern. Das ist der Fischzuchtbaum mit den Lebenspunkten. Gut. Geld haben wir auch keins, das heißt, wir spulen mal weiter. Vielleicht könnte man dann einen dritten Fisch kaufen. So, Futter haben wir jetzt leider auch noch mehr eins. So, dann lassen wir die Flocken wieder fliegen. Dann werden wir wieder Futter kaufen. Butter, tak, 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 tak. Wir haben jetzt einmal alles. So, was können wir für einen Tank kaufen? Ah, da können wir jetzt, okay, da können wir Steine reinlegen und Pflanzen setzen. Das wäre richtig cool. Ja, dann gibt es natürlich nochmal Happy Puppy. Lebenspunkte haben wir auch wieder. Das heißt, wir können da erweitern. Online-Shopping schalten wir frei. Dann Lebenspunkte. So, jetzt sind wir wieder leer. Okay. So. Dory hat noch immer Hunger. Oh, wir haben kein Futter mehr. Das ist bitter.
So, dann spulen wir mal. Beide haben einen Hunger. Zack. Jetzt werden wir natürlich gleich mal. Ah, okay. Dann müssen wir wieder da runter. Hallo? Oh, und schauen wir mal schnell, was beim Tank los ist. Dann müssen wir putzen. So. Einmal noch. So, ich glaube, da brauchen wir noch mal was. An Futter. So, einer hat nur einen Hunger, dann müssen wir. Aber so richtig sauber wird der auch nicht. Verkehrt, sorry. Da wollten wir hin, vielen Dank. Kann ja nicht sein, dass der in so einer. Okay, irgendwas machen wir da verkehrt, würde ich sagen. Ah, okay. Schade. Ah, jetzt verstehe ich es. Jetzt haben wir wieder kein Geld mehr. Das ist natürlich ganz schlecht. So, Futter rein. Die Kollegen haben Hunger. So, Dori, hau rein. Der Lehrer auch. Ja, Verschmutzung haben wir schon ein Viertel, das ist nicht gut. Aber ich habe es natürlich auch wieder nicht behirnt, wie es geht. So, jetzt. Kostet 100. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ha! Perfekto. Oh, was ist mit Leere los? So, wir müssen unbedingt Futter kaufen. Jetzt können wir natürlich wieder keine Pflanzen. 146, 22 Grad bis 27 in Stein ist egal, das ist logisch. Hat der noch immer einen Hunger? Das gibt's doch gar nicht. Nein. Jetzt füttern wir noch einmal drüber, ist egal. Lebenspunkte, dann schalten wir da wieder weiter. Zack, wow. Mollis. Brauchen wir überall 5? Brauchen wir auch 5, weil ich wollte eigentlich mehr in die Goldfischrichtung gehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Da sind wir gerade aktiv. Bei den Mollis ist es noch nicht so interessant. Oh Mann, haben wir dreimal Flocken. Wäre natürlich schön, wenn wir da nochmal schon langsam das Aquarium ein wenig bestücken könnten. Schon ein bisschen laut, glaube ich. Ja. Temperatur haben wir auf 20. Speichern ab. Das war die Rekorde. Goldfisch, schauen wir mal. Höchste Stufe 2, Großlebensraum. 18 Grad, okay. Dann werden wir da die Temperaturen ein bisschen runterstellen. Da darf das Aquarium nicht zu schnell verschmutzen. Oder keine Ahnung, glaube ich zumindest. So, Reining brauchen wir nicht. Würde ich sagen. Lassen wir Zeit wieder einmal laufen. Müssen wir unbedingt wieder Futter kaufen.
So, und dann werden wir jetzt die erste Pflanze setzen. Wow. So, da haben wir die 5 wieder auf die 1 legen. Und da kommen die Flocken, perfekt. So, Lebenspunkte haben wir wieder 6. Jetzt werden wir trotzdem in die Richtung gehen. Brauchen wir 7, okay. Ja, Larry, ist was. Ist genug da für alle. Kommen die nächsten Flöckchen. So, und schauen wir mal, wie es mit dem Tank ausschaut. Wenn wir jetzt mit der Temperatur sind wir bei 18 Grad, na, das war perfekt. Sauerstoff können wir, glaube ich, ein bisschen runterdrehen. Sind wir relativ hoch. Die Blubberbläschen. Reinigen, wie schaut es mit der Verschmutzung aus? Kostet noch 25. Haben wir nicht. Gut, dann spulen wir wieder runter. Katsching. So, jetzt müssen wir unbedingt gleich mal den Tank reinigen. Perfekto. So, dann gleich mal füttern. Wie viel Futter haben wir noch? 2x Flex. Okay, dann gehen wir wieder in den Tank. Wenn wir jetzt die zweite Pflanze setzen, haben wir da ja. Das schaut ja gleich viel freundlicher aus. Zack, Lebenspunkte haben wir nicht leer wieder. Dann werden wir das jetzt freischalten. Brauchen wir 9. Okay. Ah, verdruck mich immer. Perfekt. So, wie schaut es mit der Tore aus? Okay, Hunger. Mein Leere. Und auch Hunger. Na dann, da kommen Flocken für euch, Jungs. Und Mädels. Ja, ist eigentlich ganz interessant oder ganz witzig. Aber natürlich die Grafik jetzt nicht der Oberschied ist, aber macht Spaß auf jeden Fall. So, dann werden wir gleich noch mehr die Flöckchen regnen lassen. Ja, da kannst du natürlich, wenn man da so schaut, was für Fische das hier sind, Oscars, Discos, oh, da kommen schöne Mollis, sind nicht so mehr voll. Neons, Neonterra, Zebra-Danios, ne, da Rainbow-Fische, da sind schon ein paar coole dabei. Da wird sich natürlich auch noch viel mehr geben, dann umso größer, dass wir werden wahrscheinlich, oder umso mehr, dass wir freischalten. Futter, genau dasselbe. Na, wird ganz spannend werden. Zack, lassen wir die Zeit wieder laufen. Katsching. Natürlich haben wir wieder Hunger. Schauen wir gleich mal beim Tank, wie es mit der Sauberkeit ausschaut. Nicht so prickelnd, aber jetzt kostet es 25, das werden wir natürlich. Perfekt. So, leere Hunger. Müssen wir wieder Futter kaufen. Schauen wir mal, wie es mit so einem Stein ausschaut. Oh, der ist jetzt nicht so der Reißer. So, was ist mit der Pflanze los? Stufe 1. Warum kriegt die braune Blätter? Kohlenstoffdicht minus 5, Sauerstoff 10, altern 2 Tage. Achso, das. Temperatur ist ja, glaube ich, zu niedrig. Dann werden wir da jetzt trotzdem wieder auf 20 stellen. Weil wenn wir da jetzt im Shop schauen, die bräuchte eigentlich 22. Stellen wir es einmal auf 22 hoch.
Fische. Lassen wir es mal. Ich hoffe, dass die braunen Blätter wieder weggingen. So sieht man eigentlich. Wachstumsrate 1,3. Was haben wir da? 1,3, das ist im Prinzip komplett gleich. Ein Hunger. So, wie schaut es mit unseren Fischis aus? Die haben natürlich... da wollten wir her. So, die Flöckchen kommen. Gleich doppelt. Haben wir gleich zwei Ladungen runter. Ja. So, einer mampft schon alles weg. Zwar die Tore. Gleich nochmal. Kachinka. So, Lebenspunkte haben wir 9. Boah, jetzt wird's richtig laut. Keine Ahnung warum. Jetzt brauchen wir 11 dann. So, da ist noch Flockerl, hol das. So, dann kaufen wir natürlich gleich wieder Futter. Diesmal werden wir reine Futter investieren. Wie schaut es mit dem Becken aus? Das lassen wir. Jetzt werden wir wieder weiterspulen. Wahnsinn, es ist jetzt so laut gerade und ich habe keine Ahnung warum. So, wie schaut es mit Plätzchen aus? So, machen wir das Becken wieder sauber. Gut, Freunde, dann werden wir jetzt einmal einen Schlussstrich ziehen für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Schreibt mir noch das Kommentar, was wir weitermachen sollen oder auch nicht. Oder Däumchen halt. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex.